TW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Spuren und Kontakte der rechtsextremistischen Gruppe NSU nach Baden-Württemberg sind heute Thema im Untersuchungsausschuss des Bundestages. Im Mittelpunkt steht dabei eine V-Person mit Namen Krokus. Sie soll die Behörden kurz nach dem Mord an der Heilbronner Polizistin Michelle Kiesewetter darüber informiert haben, dass Rechtsextreme versucht hätten, mehr über den Gesundheitszustand ihres schwer verletzten Kollegen in Erfahrung zu bringen. Jetzt ist angedacht, doch noch einmal Zeugen zu vernehmen. Der Landtag von Baden-Württemberg hat gestern mit großer Mehrheit den Gesetzentwurf der FDP-DVP-Fraktion zum Informationsfreiheitsgesetz abgelehnt. Die Gründe dafür waren aber je nach Fraktion unterschiedlich, denn Grün-Rot ist prinzipiell für einen solchen Erlass. Nicht die Verschwiegenheit der Ämter, der Behörden ist unser oberstes Ziel, sondern wir wurden auch gewählt mit der Voraussetzung, dass wir sagen, die Ämter müssen sich öffnen, Transparenz muss dort einkehren in dem Bereich. Wir sind auch der Meinung, dass unsere Verwaltungsbeamten und Beamtinnen nichts zu verbergen haben, die arbeiten sehr gut. Ihr Entwurf, den Sie vorgelegt haben, heute jetzt in der zweiten Lesung, entspricht nicht den Ansprüchen der Landesregierung, dieser Landesregierung. Wir möchten etwas anderes haben, wir werden es präziser, detaillierter ausformulieren. Prinzipiell sei man aber schon einmal froh, dass man wohl auf die Unterstützung der FDP zählen könne, wenn man einen neuen Entwurf vorstelle. Damit jedoch rechnet Gelb eben gerade nicht mehr. Und jetzt wird zum Jahresende ein Gesetz angekündigt. Und dann wird über dieses Gesetz gestritten. Und darum wage ich zum Schluss eine Prognose. Sie haben es fertiggebracht, fast die halbe Legislaturperiode, ihr dieses Vorhaben nicht umzusetzen. Und ich wage jetzt die Prognose, wir werden auch nach zwei Drittel der Legislaturperiode dieselbe Feststellung treffen, nämlich dass dieses Gesetz noch nicht da ist, weil Sie mit Streiten beschäftigt sind. Der CDU ist das egal. Sie ist grundsätzlich gegen ein Informationsfreiheitsgesetz, zumindest auf Landesebene. Das Argument, 11 Bundesländer hätten bereits einen solchen Erlass, lässt Schwarz nicht gelten. Nicht hat Bayern, nicht hat Sachsen, nicht hat Niedersachsen, nicht hat Hessen und nicht haben wir es in Baden-Württemberg. Es qualifizieren Sie natürlich prompt wieder die gestrigen, aber ich sage Ihnen, dumm ist nur, dass es die bestverwalteten Bundesländer sind. Und damit sehen Sie eben ganz klar, Sie orientieren sich einmal mehr an den Absteigern. Das ist nämlich das Problem. Die Regierung hat ihren Gesetzesentwurf noch für dieses Jahr angekündigt. Ob er dann vor den Augen des Parlaments bestehen kann und Zustimmung findet, wird sich zeigen. Im Fall des derzeit gesperrten Stuttgarter Fernsehturms ist jetzt das Gutachten zum Brandschutz fertig. Der SWR als Eigentümer des Turms soll mit Hilfe von Technikern als nächstes prüfen, welche Lösungsvorschläge des Gutachtens umgesetzt werden könnten. Geprüft werden müsse vor allem, ob die zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen mit dem Sendebetrieb am Fernsehturm vereinbar sind und welche Kosten dadurch entstehen würden. Wie lange die Untersuchungen dauern werden, ist bislang noch unklar. Nach Abschluss wollen sich der SWR und die Stadt über das weitere Vorgehen in Sachen Turm beraten. Die Rote Armee-Fraktion, kurz RAF. Sie sorgte ab 1970 mit zahlreichen Gewaltakten für Angst und Schrecken in der Bundesrepublik. Stark im Zentrum des Geschehens Baden-Württemberg. Denn aus dem Südwesten stammten nicht nur führende RAF-Mitglieder, sondern auch viele Opfer der Terrorvereinigung. Ab morgen zeigt das Haus der Geschichte Baden-Württemberg in einer Sonderausstellung einen historischen Überblick über die RAF und den Terror im Südwesten. Die Fahndungsplakate der RAF-Attentäter, sie sind vielen Menschen bis heute noch im Gedächtnis geblieben. Die Gräueltaten der RAF brannten sich nicht nur in die Köpfe derer, die Opfer wurden, sondern in die Köpfe einer ganzen Nation. 34 Morde, etliche Entführungen, Banküberfälle und Sprengstoffattentate gingen auf das Konto der Roten Armee-Fraktion. Von der Entstehung über die Attentate bis hin zur Verhaftung und Inhaftierung der Täter und auch das unsägliche Leid der Opferangehörigen zeigt die Stuttgarter Sonderausstellung die wichtigsten Aspekte um dieses traurige und bedeutsame Kapitel Geschichte. Das Thema der Ausstellung ist Gewalt. Wie entsteht Gewalt? Wie reagiert der Staat auf die Gewalt? Wie geht man mit der Gewalt um? Und ganz wichtig, was bedeutet die Gewalt für die Angehörigen der Opfer?
Etliche Dokumente, Akten, Briefe und Fotos zeugen von der Spur des Terrors, den die RAF durch die ganze Bundesrepublik zog. Die insgesamt rund 220 Exponate, einige davon Leihgaben aus Asservatenkammern des Bundeskriminalamts, bieten zum ersten Mal auch tiefe historische Einblicke in die Ereignisse von 1970 bis 1998. Darunter auch zwei besonders eindrückliche Exponate. Und zwar sind das zwei Objekte, die ja für die nicht aufgeklärten Morde der RAF stehen. Das ist zum einen die Tür des Fahrzeugs von dem Siemens-Manager und Atomphysiker Karl-Heinz Beckurz. Das ist zum anderen das Tatmotorrad, von dem der Generalbundesanwalt Buback erschossen wurde. Und wir bis heute nicht wissen, wer dieses Motorrad gefahren hat und wer auf dem Sozius saß und wer auf den Generalbundesanwalt geschossen hat. Einfach nur ein Teil der Geschichte wird es für die Opferfamilien wohl niemals sein, die bis heute mit Verlust und Schmerz leben müssen. Doch die Ausstellung zeigt auch große Anteilnahme. Zahlreiche Kondolenzbriefe gerichtet an Angehörige der Opfer bekunden, wie tief berührt viele Menschen in der ganzen Bundesrepublik durch die Ereignisse waren. Doch wie mag sich für die Hinterbliebenen eine Ausstellung wie diese anfühlen? Wir werden es sehen, wenn die ersten Familien die Ausstellung besucht haben. Aber ich glaube, es gibt zunächst einmal ein Grundverständnis, das auch eine Zustimmung darstellt, weil ihr Thema und ihr Leid auch in dieser Ausstellung vorkommt. Ab morgen bis zum 23. Februar 2014 wird die Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich sein. Vielleicht hilft sie auch ein Stück bei der Verarbeitung eines düsteren Kapitels deutscher Geschichte. Ein Kapitel, das bis heute kein Ende hat und vielleicht nie richtig finden wird. Denn noch immer sind viele Namen der Mörder unbekannt. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Kabel BW ordnet die Sendeplätze im digitalen Kabelnetz neu. In der Region Stuttgart erfolgt die Umstellung am 18. Juni, in der Region Neckaralb dann am 26. Danach sollten Sie BW1 automatisch auf einem anderen Programmplatz Ihrer Kabelbox finden. Ist das nicht der Fall oder erscheint unter BW1 ein schwarzer Bildschirm, bitten wir Sie, den automatischen Sendersuchlauf in Ihrer Kabelbox zu starten. Infos und Hilfe finden Sie auf der eingeblendeten Homepage unter der eingeblendeten Telefonnummer oder auf der Texttafel am Ende der Sendung. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Recht schön wird es morgen im ganzen Land. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 Grad in den Höhenlagen des Schwarzwaldes und 22 Grad im Breisgau. Leichte und dichtere Bewölkung wechseln sich im Tagesverlauf ab, es bleibt aber trocken. Deutlich wärmer wird es dann am Samstag. Ein sommerlicher Frühlingstag in Baden-Württemberg zeichnet sich ab. Die Temperaturen steigen auf Werte von bis zu 27 Grad am Bodensee. Auch zum Wochenende ist kein Regen in Sicht. Rosa Xan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de oder rufen Sie uns an unter 07541 95 30 627. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Thank you.